Ciao Fornitur Fans, sono Luca Nicchetto, sono all'interno della casa che ho disegnato qui a Colonia e sono molto contento dell'ambiente che sono riuscito a creare. Divertitevi guardando IMM TV. Grazie Luca. Prego. Ja, besser hätte ich die dritte Ausgabe von IMM TV nicht anmoderieren können. Wir sind hier in dem Haus, das Luca entworfen hat, dazu später mehr. Auf der IMM Cologne, der Internationalen Möbelmesse und der Living Kitchen sind in diesem Jahr sehr viele italienische Aussteller und deswegen wollen wir uns in dieser Sendung um das Thema Italien, um italienisches Design kümmern. Hier die ersten Eindrücke. Über 100 italienische Aussteller gibt es hier auf der Kölnmesse und warum das so ist, warum hier so viele italienische Aussteller sind, kann uns unser Experte sagen, Thomas Rosolia. Hallo. Wieso ist das so? Warum so viele italienische Aussteller? Ja, erstmal, der deutsche Markt ist eins der wichtigsten Märkte für die italienischen Aussteller. Und italienische Firmen, die heutzutage hier in Köln da sind, das sind eigentlich die wichtigsten Top-Marken, nicht nur in Italien, sondern weltweit. Also die sind sehr ausgeprägt wegen Design, wegen Kreativität und wegen einer richtigen Wohnatmosphäre. Was wir jetzt auch hier, wir befinden uns momentan im Stand von Polyform, was eigentlich darstellt, was Italien eigentlich bieten kann. Auf einer Seite haben wir Küche mit der Marke Varenna, dann haben wir hier Schlafzimmer von der Firma Polyform, die auch zu Varenna gehört, und auch Wohnzimmer. Deswegen hier haben wir eigentlich einen Mix von hochwertigem Design, Kreativität und was eigentlich auch von den deutschen oder nordeuropäischen Kunden sehr anerkannt ist, aber nicht nur in Deutschland, sondern weltweit sind diese italienischen Marken anwesend, sei es in Asien, sei es in Amerika und auch Südamerika. Mal ganz grundsätzlich, was unterscheidet denn italienisches Design von deutschem zum Beispiel? Sie kennen beide Märkte. Ja, also ich meine, italienische Design sind klein- und mittelständische Unternehmen, aber sehr viel mit Design, Kreativität zu tun und Produktneuigkeiten. Und ich glaube, das differenziert mehr auch von deutschen Produkten, aber ich glaube, beide Produkte sind ebenso würdig, nur also italienisches Design oder Dolce Vita prägt sich auch also im Stil dieser Möbel hervor. Sie haben sich bereit erklärt, uns ein bisschen hier rumzuführen, würde ich sagen. Drehen wir eine Runde, oder? Sehr gerne, sehr gerne. Minotti, ein klangvoller Name. Was gibt's hier Neues auf der Messe? Also Minotti, eins der wichtigsten italienischen Hersteller, auch mit einem sehr hohen Marktanteil in Deutschland. Und hier zeigen sie die Neuigkeit, also Indoor und Outdoor. Also erstmal Outdoor, aber auch anwendbar Indoor. Und das ist also die absolute Neuigkeit hier in der Messe, was seitens von Minotti gezeigt wird. Auch dieses Sofa wollen wir Ihnen nicht vorenthalten, das ist aber eher für den Indoor-Bereich, nicht für Outdoor, oder? Richtig, das stimmt. Wir sind jetzt gerade im Stand von der Firma Flexform und wir sitzen gerade auf dem Sofa, was hier das erste Mal in Köln vorgestellt wird. Und das Produkt heißt Evergreen und ist von Antonio Citterio gezeichnet worden. Wir sind zurück in dem Haus, wo heute alles angefangen hat, in dem Haus von Luca. Und vielleicht können Sie uns kurz sagen, was es damit genau auf sich hat. Da gibt es wirklich sehr viel zu sehen. Ja, also Luca Nicchetto, wir wissen, eins der wichtigsten Newcomer, für was die Designer anbetrifft, und ein Italiener, und er kommt aus Venedig, und man muss sagen, hier sehen wir sehr viele Modetrends, sehr viele Designtrends von Luca Nicchetto gezeichnet, wie auch Unternehmen wie De Padova, und ich muss sagen, wir haben hier sehr viele Neuigkeiten und auch eigentlich Ideen, wie eigentlich ein Haus in Zukunft auch auszusehen hat, mit sehr vielen Neuigkeiten,
seitens eigentlich Luca Licchetto und was da jetzt auch von ihm dargestellt worden sind. Sehr schön. Ich bedanke mich jetzt an der Stelle ganz recht herzlich für die vielen Informationen. Dankeschön. Ja, dieses Haus von Luca, das wollen wir Ihnen jetzt nochmal ein kleines bisschen näher zeigen. An der Stelle möchte ich mich trotzdem schon mal verabschieden, denn das war's für heute in Ausgabe Nummer 4 von Ihrem MTV. Wagen wir einen kleinen Rückblick. Bis dahin, machen Sie es gut. Und